ADHS, meine Erfahrung. Hyperaktivität, ja, habe ich definitiv. Ich rede viel, rede zu viel über Gott, die Welt, über alles. Aber ich liebe es. Leider überfordert das einige Menschen. Das zweite ist die Konzentrationsprobleme. Ich kann mich konzentrieren, aber während jeder Aktivität lasse ich mich eventuell tausendmal ablenken. Und das führt zum Problem Nummer 3. Das, was man Fatigue nennt oder Übermüdung, ist verursacht durch das ganze Hin- und Her-Fokussieren. Andere Menschen ohne ADHS, die können sich einfach zurückfokussieren. Aber wenn du ADHS hast, brauchst du Energie. Es ist anstrengend. Und deswegen bist du müde. Und das gibt eine Lösung. Das ist, wenn du die drei Dinge tust, die schon mal allgemein gegen Übermüdung gut tut. Das ist gesunde Ernährung, alle Vitamine, ein bisschen Sport und Sonne und ein gesunder Schlaf. Das ist die Lösung Nummer 1. Die zweite Lösung ist, und das hat mit dem Problem zu tun, fehlendes Prioritätendenken. So, wir wollen alles tun. Gestern wollte ich eine Zeitung lesen, ein Buch lesen, ein Sudoku lösen, dies und das. Aber wenn ich mich nur auf etwas fokussiert hätte, das Wichtigste, hätte ich wahrscheinlich sogar mehr machen können als gestern, was ich gemacht habe. Und das hängt damit zusammen, dass wir einen Filter nicht haben, das Prioritätenfilter. Wir denken immer, alles sei wichtig. Und das können wir aber lösen, wenn wir eine Liste machen mit Prioritäten, die sehr wichtig sind, wichtig und unwichtig. Und uns dann Schritt für Schritt auf ein Ziel fokussieren. Wird immer noch zu Übermüdung führen, wegen dem ganzen Hin und Her fokussieren. Aber wir haben ja diese anderen Punkte von vorhin noch. Und das wird helfen, hoffe ich. Wie ist es bei euch?